Seid gegrüßt, liebe Kirgisen, und willkommen zu einer neuen Folge von Crusader Kings 3. Für uns eher irrelevant, aber trotzdem ein großes Ereignis dieser Welt. Rom wurde eingenommen. Und zwar von Scheich Binami... irgendein Scheich von Rom. Wer nicht mit Akkul, auch zum Bündel von euch... auf dem Markt war, fiel ihr ein Verbrecher auf, der an den Pranger gekettet war. Oje, das hatten wir ja schon mal. Kriegen wir wieder ein gefühlloses Etwas. Armeen sind aus. Ach so, ja, stimmt ja. Da unten ist ja ein Krieg. Da ziehen ja die Truppen hin. Total vergessen. Ach, ihr habt Fettleibigkeit verloren, super. Als das Festmahl in vollem Gange ist und unsere Gäste freudig essen und trinken, tritt Häuptling Aiden an Pexen und mich heran, die wir an der großen Tafel sitzen. Ach, eine Halbschwester. Welch grandioses Festmahl. Ja, die Leistung muss ich auf die Ehefrau schieben, das hat sie gemacht. Ach, es geht doch nichts über ein Festmahl. Es erinnert uns alle daran, was gut ist im Leben und die Gesellschaft ist ebenfalls nicht zu verachten. Zumindest denken das offenbar die Leute, die in meiner Nähe sitzen. Ihr seid etwas ganz Besonderes, Zirgal, mein Täubling Aiden zu mir. Häuptling Viridian und Pexen nicken zustimmend. Ah, super, ihr seid nicht mehr von Anspannung überwältigt. Supi. Komm, die Armee da oben löse ich auf, dann kriege ich ein bisschen mehr Gold und alles. Und hätte, falls da oben jetzt ein Krieg kommt, die Gäste gehen super, hätte ich dann Truppen parat. Ach ja, Fettle. Gut, da lebt ihr eh nicht mehr so lang. Was soll's. Ah, die sind den Krieg am Gewinnen. Super. Eine fremde Person wird mir vorgeführt. Sie wartet seit einer Woche vor den Toren der Residenz, lässt meine Ware mich wissen. Die Frau verbeugt sich tief. Mein Name ist Alsam Gia. Bin weit gereist und habe vieles gesehen, aber ich bin des Reisens müde. Wenn ihr mir erlaubt zu bleiben, werde ich euch gerne mein Wissen über die Welt mit euch teilen. Kommentiert zu unserem Glauben. Ja. Aha, in den Krieg rufen, annehmen. Oh, und das ist da unten. Gut, dass ich da oben noch meine Truppen habe. Dass ich jetzt da oben noch eine ganze Armee habe. Schade, dass da nicht steht, wie viele Truppen ich dann letztlich da drin habe. Ich schicke einfach alles da rein.
Akgul hegt nun schon eine Weile lang geheime Gefühle für Bönig. Als sie jedoch ihre Gefühle gestanden, antwortet Bönig schroff. Gestand. Jetzt murmelt Akgul ständig vor sich hin, wenn er vorbeigeht. Ach, kindliche Untugend. Rachsüchtig, keusch, pur. Komm, mach mir rachsüchtig. Ich will einen richtig rachsüchtigen Charakter haben. So, Krieg ist vorbei. Schwere Infanterie. Super. Die bloße Existenz von Kontel ist eine Beleidigung des Namens unserer Dynastie, bester Freund und Halbbruder. Mein Bruder ist eine absolute Enttäuschung, um allem, was er zu erreichen sucht. Ich muss ihn verbannen. Oha. Mordkomplott. Nein, nein, nein. Erobern wir uns jetzt da mal durch. Ach, was soll's. Ich stirb ja eh bald. Oha. Mist. Meine Spione teilen mir mit, dass ein Jäger für Aufruhr in der örtlichen Taverne sorgt. Der Mann gibt große Mengen Gold aus und prallt lautstark damit, welch großartiges Geschäft er mit einer hochwohlgeborenen Fürstin in Perlen und Seiden gemacht hat. Offenbar hat er eine Karte des Geländes der Umgebung für eine unbekannte Adlige angefertigt. Die Spione meinen, die Adlige führt sicher etwas im Schilde gegen mich oder einen meiner Untertanen. Danke, dass ihr mich da in Kenntnis gesetzt habt.
Ah, ein Freund ist gestorben. Ah, da hat ein Diplomatiewert, der ganz okay ist. Der ist auch schon ein gewisses Alter, das schadet jetzt nicht lange, wenn der bei mir ist. Meine Frau wurde ermordet, ich glaub's ja nicht. Ah, ich habe genug Kinder, alt genug, ich brauche da jetzt nichts mehr. Das heftige Pochen an der Tür vertreibt sämtliche Schläfrigkeit aus meinem Geist. Wer stört einen Kargan zu dieser Stunde? Mein spätnächtlicher Besuch ist niemand anderes als Tördugul. Ich muss unter vier Augen mit euch sprechen, fernab aller Lauscher. Ich habe etwas sehr Interessantes herausgefunden. Häuptling Yirkab, Ratsspitzel und Vasall von euch. Gut. Meinetwegen. Ach, er hat eine Affäre. Ja, komm, ich mach meine Tochter zu einer Hexe. Geil. Ach, das Kind hat Krebs. Scheiße. Sohn und Spielererbe. Oh nein, ey. Ah. Ein Spielererbe ist erkrankt und kann sterben, bevor ich ihn überhaupt spiele. Ey, super. Ausgebaute Stammesfeste. Super. Wann lerne ich denn die Währung? 4 Jahren, alles klar. Ah, ist gut, wenn man einen Freund hat, der einem zur Seite steht. Dann jetzt besiegt ihre Armeen.
Seht euch diese widerwärtige Schwein von Sevenk an, speit Oberhäuptling Jula Mangus von seinem Jagdross herab. Mein Vasallhäuptling Sevenk tut sich offensichtlich schwer, diese Beleidigung zu ertragen. Was? Ernsthaft? Ich verprügel den Typen mit meinem Gürtel? So benimmt sich kein Oberhäuptling. Der Bogen in der Hand, die Augen auf das Stück vor mir gerichtet. Ein tiefer Atemzug und ist das Oberhäuptling Jula Mangus? Zu schade, dass ich ihn nicht gesehen habe. Fast hätte ich ihn erwischt, ey. Enkel wurde in der Schlacht erschlagen, oh Gott. Und er hat auch keine Kinder. Oh je. Ja, gleich ist dieser Krieg auch vorbei. Als Kagan schulden mir meine Vasallen die Treue, mein Wort ist Gesetz, aber was ist Gehorsam wert ohne Hingabe? In Krisenzeiten können langsame Reaktionen oder halbherzige Mühen zu einer Katastrophe führen. Kann ich mir ein solches Risiko leisten? Es gibt wichtigere Menschen, die ich beeindrucken muss. Prozent, wir haben gewonnen. Wann habe ich denn da oben das? Oh, das habe ich wahrscheinlich geerbt. Oh Mann. Ein Sohn ist tot. Geistiger Zusammenbruch, oh je. Er hätte es... Eingefrorene Trauer. Muss weitermachen, er hätte es so gewollt. Ja, wir sind aus dem einen Krieg direkt in den nächsten jetzt rein. Oh, in den Krieg rufen, ja. Oha, Gesundheit ist dem Tode nahe. Eieiei.
Weiß nicht mehr, was ich machen wollte, ehrlich gesagt. Ah, oh Gott, jetzt habe ich nur noch, jetzt spiele ich einen Engel von mir. Oh Gott, der Sohn ist tot, ey. Verdammt. Ich glaub's ja nicht, jetzt ist mein Engel gefangen genommen. Gebäudebaukosten, Sitztumbaukosten, sehr gut, machen wir. Ach, da unten, okay. So, Krieg gewonnen. Herzogtum gehört mir. Zack. Irgendwann abgehauen, ja, toll. Und die beiden entferne ich für den Fall, dass da wieder was kommt. Oh, das bringt mir gut Kohle.
Ja. Ihr seid gestorben. Oh. So, neuer Karagan. Okay, jetzt muss ich schnell gehen. Oh je. So, Lebenswandel, Kriegsführung, alles klar. Autorität. Ratsposten sind leer. Ratskanzler. So. Diplomatie 10. Ich muss jetzt gleich dafür sorgen, dass hier Geschenk schicken. Dass da ein bisschen was bleibt. Ratsverwalter, Verwaltung 20. Oh, das passt gerade. Der bleibt. Und Ratsspitzel. Ja, komm, ich muss mir gleich ein paar starke Verbündete hier holen. Funktioniert das jetzt nicht? Ja, da guck mal, da geht's. Keine Ahnung, funktioniert irgendwie nicht. Okay. Großvater per Himmelsbestattung beisetzen. Eieiei. Machen wir. So, Ruhe in Frieden, Vater. Großvater. Einen Arzt suchen. Festmahl veranstalten. Ja. So, ich muss jetzt gleich gucken, dass hier alles was geht. Die Leute müssen mich gleich ein bisschen besser leiden können.
Als Atrak den Inhalt der Weinflasche auf meine Wunde goss, war der Schmerz weitaus größer als damals, als man mir diese Wunde zufügte. Bitte erduldet das, mein Kagan. Es ist nötig, um die Fäule aus dem Inneren auszutreiben. Sehr gut. Der Weinhändler sollte noch in der Stadt sein. Okay, es wurde eine Fraktion gegen mich geschaffen. Ach, die ist nix, diese Fraktion. So, es gehen alle nach Hause, sehr gut. Geh noch auf die Jagd. Sieg über die Bestie. Geil. Eine Trophäe oder Preis? Ich werde Trophäe draus machen. Man könnte das Tier für eine Kreatur der Legenden halten. Vielleicht gar für eine Gottheit in verwandelter Gestalt. So. Rückkehr aus der Wildnis. Super. Ach, Populisten. Aber sind alle zu schwach. Charakter ist gerade mal 25. Eieiei. Leichtsinnig, schwer verletzt, Trunkenbold. Oje. In 8 Monaten entdeckt. Ah. Ach, sehr gut, das ist schon besser geworden. Also nicht mehr schwer verletzt, sondern nur noch verletzt. Komm, das will ich jetzt noch fertig kriegen. Was? Warum? Wie? Erhält die Eigenschaft neugierig. Ja, so ein Spielererbe. Er ist gesund. Verlor die Eigenschaft kränklich. Super. Interesse erweckt. Sehr gut. Also mit ihrer Mutter soll ich mir das gut stellen. Ja, ja. Nie verkehrt. So, ich habe also jetzt... jetzt die Währung entdeckt. In 75 Jahren, alles klar. Ah, sehr gut. Die Frau kann mich langsam besser leiden. So, aber Leute, für die Folge war es das. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
Und ja, ich werde gucken, dass sie nicht mehr so lang werden, die Folgen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal und vielleicht wird dann hier oben dieses Gebiet vollständig unter unserer Kontrolle sein. Also, macht's gut.